zusammen und willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk. Heute geht es um Kartoffeln. Aber nicht aus dem Sack, sondern aus der Tonne. Wir haben 10 Tonnen Kartoffeln gehabt, also gefüllt mit Kartoffeln, und haben insgesamt ca. 70 Kilo Kartoffeln ernten dürfen. Das heißt im Durchschnitt pro Tonne 7 Kilo. Die kleinste Ernte pro Tonne waren 4,5 Kilogramm und die größte waren ca. 9,4 Kilogramm. Das heißt, pro gesetzter Kartoffel haben wir ungefähr 1,75 Kilogramm Ertrag gehabt. Pro Tonne haben wir bei uns 2 Schubkarren Erde gebraucht. Das sind bei uns ca. 150 Liter Erde. In die untere Schicht wurde Pferdemist eingefüllt, dann kamen die Setzkartoffeln und dann kam immer weiter Erde drauf. Das war bei uns eine Mischung aus alter Erde, Mutterbodenerde, aber auch frischer Erde aus dem Sack. Gedüngt wurden die bei uns mit Brennnesseljauche ungefähr 3 bis 4 Mal. Aber insgesamt, wie wir die gepflanzt haben und wie die sich entwickelt haben, da haben wir noch weitere Videos zu gemacht und die verlinken wir euch unten in der Infobox, falls ihr die nicht schon gesehen habt. Wir haben 10 Tonnen beerntet und wir haben so einige Impressionen für euch, die wir euch jetzt zeigen möchten. Viel Spaß dabei! So, los geht's. Wir haben 5 Sorten und 10 Tonnen. Die erste Tonne haben wir Ende Juli geerntet, also quasi erstmal nach Bedarf geerntet. Da könnte man jetzt von der Frühkartoffel sprechen. Wenn wir die länger drin gelassen hätten, wäre die bestimmt auch noch weiter gewachsen und hätte mehr Ertrag gebracht. Jetzt wird die gewogen und die Waage kann immer bis zu 2 Kilo, deswegen wird immer nachgeladen. Der Ertrag aus dieser ersten Tonne Ende Juli waren jetzt hier bei der Gloria 6 Kilo. Die zweite Tonne, die wir beerntet haben, war wieder eine Gloria. Die wurde etwas später beerntet oder geerntet und da waren die Kartoffeln dann schon weiter oben anzutreffen. Hier hatten wir einen Ertrag von sage und schreibe 9,4 Kilogramm. Die Gloria hat sich an sich zwar gut entwickelt bei uns, aber absolut unseren Geschmack hat sie nicht getroffen. Deswegen werden wir die nächstes Jahr nicht wieder anbauen. Die nächste Tonne, die ihr sehen könnt, die enthält die Kartoffel Charlotte. Alle Tonnen hatten zu Beginn 4 Saatkartoffeln gesetzt und auch fast alle Tonnen haben bis oben hin Kartoffeln gebildet. Die Charlotte hat 5,7 Kilo gebracht und es ist eine leckere Kartoffel, finden wir.
Kartoffel in dieser Tonne hat uns ziemlich begeistert. Das ist die Sorte Laila. Die hat doch sage und schreibe 9,25 Kilo auf die Waage gebracht. Unglaublich. Und dazu ist noch unheimlich lecker. Die kommen nächstes Jahr wieder mit in die Tonnen. Und wir haben noch einen kleinen Tipp bekommen von der Nadja vom YouTube-Kanal Neues vom Landei. Schaut da auch mal rein. Die hat tolle Experimente und Erfahrungen zum Thema Kartoffelanbau gemacht. Und die sagte, die rote Emily wäre im Sack auf jeden Fall ganz gut. Die möchten wir nächstes Jahr auch mal in der Tonne ausprobieren. Das Laub von den Kartoffeln kommt bei uns einfach mit auf den Kompost. Wer meint, es gibt keine Kartoffelsamen, der täuscht sich. Man kann auch Kartoffelsamen kaufen und das haben wir auch mal gemacht. Diese Sorte haben wir dann weiter kultiviert und aromatisch und geschmacklich ist die auch wirklich toll, aber da sind so viele kleine Kartoffeln dabei und der Ertrag ist jetzt auch nicht so riesig. Das heißt, diese Sorte kommt bei uns nicht mehr in die Tüte, ja, und auch nicht mehr in die Tonne. Beide Tonnen hatten eine Ernte von gerade mal knapp 5 Kilo. Wer es auch auf die Liste fürs nächste Jahr geschafft hat, das ist diese hier. Das ist die rote Desiree. Die hat die schönsten und die größten Kartoffeln ausgebildet, hat eine große Menge geliefert. Das waren jetzt 9,25 Kilogramm. Unsere Waage, die wir bisher jetzt genutzt hatten, ist die Küchenwaage und die schafft so bis 2 Kilo. Dankeschön an meinen Papa, der diese coole Retro-Waage noch am Start hatte, die mehr als 2 Kilo schafft. Thank you.
Und dann haben wir Besuch bekommen von Erntehelfern, beziehungsweise nein, eher von Kartoffelexperten. Aber schaut mal selbst. Janosch Marek, unser Kartoffelexperte, wird Ihnen jetzt etwas zu unserer aktuellen Ernte sagen. Also ich würde sagen, das hier ist eine Kartoffel, die sich sehen lassen kann. Wir sehen hier einen dicken Umfang, geneigt zu einem kleinen Bäuchlein. Die nächste Qualle kommt schon und wir haben einen Ertrag, der sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Ich würde sagen, wir haben hier eine Top 5, was die Kartoffelausbeute betrifft. Finn, was können Sie abschließend noch sagen? Ja, also wir sehen hier 9 Kilogramm und 200, nee, 9 Kilogramm und 500, 600 Gramm. Das ist auf jeden Fall nicht nur die Top 5, sondern sicherlich auch die Top 3. Sehe ich auch so. Ihr kennt doch die Jingle-Musik am Anfang von unseren Videos. Die haben die beiden komponiert und die machen noch mehr Musik. Die Links zu ihrer Musik schreiben wir euch mit in die Infobox. Schaut doch mal rein. Die beiden Tonnen, die der Gärtner jetzt beerntet, es ist beides die Sorte Gloria. Die eine hat 6,9 Kilo gebracht und die andere 7,2. Einige Pflanzen haben bei uns Tomatenfrüchte ausgebildet, andere wiederum nicht. Also hat vielleicht jemand von euch schon mal aus diesen Samen selber seine Kartoffeln weitergezogen? Das würde uns interessieren. Wenn ihr da Erfahrungsberichte oder Feedback habt, gerne in die Kommentare. Würden wir uns drüber freuen. 2016, neues Jahr, neues Glück. Die Kartoffeltonnen werden bei uns auf jeden Fall auch wieder mit Kartoffeln bestückt. Kartoffeln in der Tonne sind ja zugegebenermaßen schon ein bisschen Aufwand. Und ein Vorteil ist definitiv, dass man nicht so viel Platz braucht. Und wenn man die abgeerntet hat, so wie wir das jetzt haben, kann man noch eine zweite Kultur einbringen. Wir haben jetzt hier Salate stehen, die sind auch gemulcht. Wir haben aber auch Brokkoli und Grünkohl und Rosenkohl stehen und Blumenkohl auch schon abgeerntet. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch. Nicht nur für den Kartoffelanbau, sondern auch für die zweite Runde. In den 10 Tonnen, die wir angebaut haben dieses Jahr, waren verschiedene Sorten drin. Zum Beispiel die Gloria, die war für uns etwas zu mehlig und wir hatten da recht viel von. Die wird nächstes Jahr nicht mehr angebaut. War jetzt nicht so unser Favorit. Dann hatten wir die rote Desiree dabei. Das ist diese hier. Da waren wir sehr zufrieden mit. Die ist lecker, wunderbar. Da werden nächstes Jahr 4 Tonnen mit gefüllt. Und dann hatten wir die Laila. Da werden nächstes Jahr definitiv mindestens auch 4 Tonnen mitgefüllt, weil die war super. Wir haben gerne Pellkartoffeln rausgemacht. Die war richtig, die konnte man pur essen. So lecker war die. Dann hatten wir noch die Charlotte, die war auch okay.
Und wir hatten noch Kartoffeln aus dem Saatgut, was wir vor 2 Jahren bei Dreschflegel bestellt haben. Das ist zwar aromatisch und besonders und toll, aber die sind sehr klein und recht mühsam. Die werden wir nächstes Jahr nicht mehr anbauen. Aber wenn man mal was Ausgefallenes haben möchte, dann ist das auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Und nächstes Jahr werden wir also noch 2 Tonnen frei haben, wo wir noch nicht genau wissen, was da reinkommen soll. In eine sollen blaue reinkommen für einen bunten Kartoffelsalat. Vielleicht habt ihr auch eine super Empfehlung für uns. Darüber würden wir uns sehr freuen. Dann in die Kommentare. Und in die 10. Tonne wissen wir auch noch nicht so ganz, was reinkommt. Vielleicht habt ihr eine Idee. Wir würden uns darüber freuen. Auch in die Kommentare. Wir hoffen, euch hat unsere Serie zum Anbau von Kartoffeln in Tonnen gefallen und hat euch inspiriert, hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Und wir wünschen allen einen schönen Ausklang aus der Saison und frohes Garteln und frohes Schaffen. Bis demnächst. Tschüss! Thank you.